Schild. Schild. Anti-Air. So. Ja, man muss halt immer ein bisschen tatsächlich was machen, weil die gehen ja hoch wie einen Nuke. Und wenn wir jetzt die gar keine Verteidigung haben, dann nur, keine Ahnung, ein paar Raketenwerfer-Dudes oder ein paar, weiß was ich, irgendwie was anderes halt platziert, was hier halt einfach nur stumpfsinnig eins, wenn man reinschudet, ist das halt total wasted time und Ressourcen, nicht in den experimentellen Ressourcengenerator zu bauen, ne? Wir bauen halt jetzt drei davon, was halt auch sehr schmackhaft ist, was wir gar nicht brauchen, aber weil wir es einfach können, so. So als Langzeitprojekt. So, wie hoffentlich jetzt vielleicht der Gegner merkt, wird das sehr antiklimatisch sein, hier zu stehen. Ja, wir bauen auf jeden Fall immer weiter Arti. Das wird extremst wichtig natürlich sein. Ja, die Tier 1 Sachen können gerne die Flugzeuge von denen hier immer reinbaiten, dass sie die immer so ein bisschen wegmachen. Ist kein Problem. Tier 2 und Tier 3 sollten natürlich gesteckt sein immer. Wohlgenährt. Falls wir hier oben irgendwo mal Trouble haben, dann müssen wir die da hinziehen können. Aber ich glaube, wir haben unseren Fokus jetzt eh schon komplett hier drauf gelegt. Wenn das Ding voll ist, wird das ja auch wieder Full Focus unterstützt von denen. Das heißt, die produzieren viel schneller die Support Commander. Das ist ja eigentlich eh. Das ist jetzt auf jeden Fall ein gutes Game für uns. Wir können da jetzt noch schön den Experimentellen dazu hier unten bauen. Dann können wir da reinfahren, glaube ich. Schön hier dazu. Die sollten schon vieles aufhalten können. Also irgendwo in den Patchnotes stand, dass die Flugzeit oder die Arti halt von denen jetzt halt angepasst wurde. Und das können wir jetzt auf jeden Fall immer gut testen. Dass die Projektile nicht mehr so früh alle despawnen und sowas, ne? Also das war ja immer wirklich ein ganz großes Problem. Die müssen halt alle am Boden ankommen, sonst machen die halt kein Damage. Und da sind halt wirklich, sagen wir mal, 70% der Projektile am Anfang kaputt gegangen. In der Luft schon. Und das sollte natürlich auf keinen Fall sein. So. Die sind alle fertig. Wenn wir nämlich jetzt bald genug geupgradet haben, können die alle selber upgraden. Müssen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Ich würde sagen, die 4 noch und den Rest können wir da einfach so laufen lassen. Dann können da 14, 14 immer noch hier mithelfen und dann können wir die easy überrennen. Zumindest erdtechnisch haben wir eh die Oberhand. Hier müsste die Barrage-Artillerie ja sogar schon fast in dem seine Base wahrscheinlich schießen können. Hm. Naja. So. Dann könnten wir jetzt auch hier anfangen, dass die Bomber bei uns sichern sollen. Die bleiben ja auch für immer gefühlt bestehen. Nochmal upgraden. Bauen die auch einen Bomber zwischendrin. Ist halt relativ praktisch. Dadurch, wenn die immer einen haben, diese strategischen Raketen abzuwehren, ist sehr schwer für die Tier 2 Geschütze. Und die Tier 3 auch, meine ich. Aber
keine Ahnung, vielleicht irgendwann wird das vielleicht auch gefixt oder so, aber wenn die hier patrouillieren und immer zwischen denen auch taktische Raketen schießen, das ist sehr ärgerlich für die Gegner. Das ist auch so eine Strat, die könnte man immer gegen den in der Challenge verwenden, wenn es Flugzeuge gäbe. Aber wir haben gar keine Flugzeuge. Aber ich glaube, gäbe es Flugzeuge, würde uns eh jede Runde richtig hart hops nehmen. Weil die einfach so tanky wären. Wir kämen mit Anti-Air halt gar nicht mehr dazwischen, ne? Das wird halt noch spannend. Ich bin auch generell gespannt, wie es dann aussehen wird im Endeffekt. Machen noch das dann. Ich glaube, können die jetzt schon laufen lassen. Ah, easy. Kann der auch noch fertig upgraden. Hallo, was wird denn das? Mit den Kackraketen, ne? Der T1 Interceptor, schön mal rübergeballert. So, wir sind immer noch auf plus 0. So soll es ja ungefähr sein, auch wenn viel zu viel Masse hier auf der Map ist, natürlich für die da unten. Aber die ist ja auch genau andersrum gedacht, wobei wir sind ja eigentlich schon wirklich der Endboss für die Gegner hier. Also passt das ja schon irgendwie. So, wir können jetzt natürlich die Atomraketenabwehrsachen rausnehmen. Wenn dahin stellen. Und dann dahin. Nee, hier ist das gewesen. Und der weiß ich auch nicht. Wenn wir da einen stehen, stellen wir ihn auch noch in den Chest drauf. Haben wir so einen kleinen Schirm noch von denen. Energietechnisch schwächeln wir gerade. Upgraden wir mal einfach alle Energiegeneratoren gleichzeitig. Was soll schon passieren? Wir könnten natürlich alle die zwei Schilden ausmachen, erstmal. Das dauert nicht lange, ist billiger als einen neuen Energiegenerator zu bauen. Bei Massefabrikatoren ist es genau andersrum. Da lohnt es sich immer neue zu bauen, die nicht zu upgraden. Abzugraden, außer man hat natürlich übermäßig viel gerade und will die auch da reinstecken. Also selbst wenn wir jetzt keine Masse mehr haben, sollte das halt relativ fast gehen, ne? Das Upgraden ist halt einfach, weil wir schon so viel Income haben. Aber das müsste ihm genauso gehen. So, die sind fertig. Ja, wieso? Nein. Oh, hier hinten will er sich bewegen. Hier. Hier. Egal wie er sich bewegen will, er kommt ja auf beiden Seiten raus. Hauptsache er dreht sich jetzt. Schneller! Weil jetzt sind das 28. Uff. Das heißt, hier nehmen wir die Hälfte. Wenn hier noch einer mehr wäre, müsste das ja 50-50 sein, ne? Ja. Und ihn. Wir helfen denen, dann sind noch 14 übrig. Wir helfen dem. Und schon haben wir alles geregelt. Und die upgraden sich ja alle gerade selber hier. Aber jetzt alles zwar noch ein bisschen, aber irgendwann sollte das schon fertig sein jetzt in Zukunft.
Achso, Schilde können wir ja wieder anmachen. Die hier könnten wir auch upgraden, wo wir die wieder anmachen. Die sind ja alle nur C2. Der Jubel am Buch. Die hier lang zu fliegen ist nicht so geil tatsächlich. Müssen die aber wissen, ne? Und hier ist relativ strong. An der Seite. Und die Seite. So, jetzt kommt da eigentlich keiner mehr durch. So, Commander ist auch gleich durch. Die Upgrades hier sind fertig. Ja. Steckt natürlich jetzt immer mehr und mehr Masse da rein. Die haben diesen Bereich, das sind 8 Stück und die kriegen es einfach nicht geschissen, viel zu clearen, weil die so wenig treffen und weil die so einen hohen Bogen machen. Das ist bei Seraphimen, die sind halt einfach weg. Die baut man eigentlich, also nur, weil sie cool aussehen. Das sieht halt cooler aus und passt halt auch total zu ihrem, wie soll ich sagen, die sind halt wie die Bugs halt von Starship Trooper. Ne, diese Alien-Viecher, die halt dann da in die Luft geschossen haben mit diesen Projektilen, genau an die Projektile erinnern mich die Dinger. Und das Spiel kommt ja eigentlich auch aus früher, von früher. Und Starship Trooper wird wahrscheinlich 20 Jahre davor noch rausgehauen. Ich weiß nicht, es muss so übel alt sein. So 1980 könnte fast hinkommen, 1990. Deswegen, ja, müsste man natürlich gucken. Ob das davon inspiriert worden ist, weiß ich nicht. Aber ja. Diese Projektile erinnern mich maximal daran. Nur deswegen baue ich die eigentlich auch. Und natürlich jetzt in unserem Fall ganz speziell hier, um zu gucken, wie die fliegen. Aber sonst würde ich immer nur Single-Target-DPS, weil da haben die echt gute Geschütze. Die Tier-2-Dinger, die sind halt wirklich strong. Das ist halt wie die Cybern-Dinger, nur halt in viel schnellerer, kürzerer Zeit. Dafür schießen die aber in gewissen Momenten nicht. Und Burst ist dann natürlich noch besser. Auf aber das perfekte Ziel gerichtet, ne? Also kein Schussabfall. Kein Projektil im Prinzip. Ist natürlich auf unebenen Maps natürlich manchmal viel schlechter, kein Projektil zu haben. So, guck mal, jetzt erstmal noch, weil es wichtig ist, noch 2 Landebasen hier bauen. Also 4. Dann sind wir zufrieden. Was macht er denn noch? Ach, nichts. Okay, das war's. So, Unit-technisch sieht es auch gut aus. Ich gucke halt immer so ein bisschen auf Unit, so wie beim RAM zum Beispiel, gucke ich auch immer drauf. Ja, ist ja jetzt hier im Prinzip Free-for-All-Testphase, ist immer ballert immer. Ist immer nice. Okay. So. Singen. Das sind halt auch gleich 8, ne? Das ist halt auch guter DPS auf jeden Fall. T4, also die Tier-2-Dinger in T4, nur die, dass die auch noch Luft anschießen können. Dreifach praktisch. So, gehst du jetzt auch auf T4 bitte? So verwirrend, dass die jetzt noch ein Upgrade-Tool haben mit Radar und keine Ahnung, Omni-Radar. Ich bin auf jeden Fall mehr sehr verwirrend, dass er nicht wo das herkommt.
der einzige, der noch nicht geupgradet ist. Lul, ist ja witzig. Hier ist noch einer Platz. Also, hier hat noch einer Platz. War noch möglich, die abzugraden. Das machen wir natürlich auch. Das geht auch nicht, schade. Wieso genau das nicht geht, habe ich im Übrigen nicht rausgesorgt, ja. Noch nicht verstanden, weil man kriegt dann hier so ein extra Tool zum Setzen. Ich weiß nicht, warum man erstmal warten muss, bis der sich von der ersten auf die zweite Stufe geupgradet hat. Dass man dann erst das setzen kann, ich weiß nicht. Das muss irgendeinen Bildgrund wieder haben, ne? Hier hätte ich. Das reicht gerade mal bis dahin. Gut. Bei denen kurz mal reingucken. Mal reinpushen. Möglich wäre es, ne? Ich würde aber gerne noch eine experimentelle Unit bauen, dass wir den da halt wirklich schaden könnten. Find's witzig, dass der Lilane sich halten darf bei dem. Ne? Dass die fighten hier zwar die ganze Zeit so ein bisschen. Aber ja, da wird es halt noch interessant, wie wenn die Bots halt, Ne, vergleichbar ist es nicht mit dem krassen Scaling, ne? Aber wie der sich halt dann verhält, ne? Weil hier wird auf jeden Fall viel gekämpft. Ne? Nochmal, was ist das denn? Wir könnten ja mal hier langfliegen durch den Canyon. Bisschen scouten. Ah, jetzt alles am Arsch, ne? Oh, hier hinten ist der Rote auch zugange. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Diese Raketen hier sind zielgerichtet sehr weh. Und da wir jetzt drei Trupps davon haben, die nachher diese Units mit sich führen, das wird schon gut. Er hält sich wacker. Gefällt mir. UEF halt, ne? Offensive Verteidigung können die. Aber der shootet ab und zu da rein. Egal. Das passt schon. Jetzt ist er fertig. Egal, dann hilft er auch dem Commander. Ah, die Baugeschwindigkeit ist auf jeden Fall relativ gut. Witzig bei denen ist halt immer, dass jeder Support-Commander direkt schon drei Masse und Energie bringt. Und Masse natürlich weniger und Energie, als bei, wenn du das Upgrade selber machst. Aber, naja, du bist trotzdem schneller dabei halt. Ich find's witzig, wie der versucht halt mitzuhalten. Wir müssten halt irgendwann was speziell gegen ihn machen, ne? Guck mal, da müsste halt fertig geupgradet sein dann dafür. Im allerbesten Fall. Für die zwei Fighter haben wir mittlerweile. Oh, ist das eine gute Masse auf T3? Ja, auch 100, sehr schön. Das ist mehr so der Bomber-Gunship-Squad. T1-Stuff ist zwar dabei, aber nicht T2, aber die sollen mehr Damage machen. Deswegen, wir schicken die jetzt auch alle erstmal ein bisschen mehr hier rüber, dass die da schon ein bisschen bombardieren können. So. Auch wenn die wahrscheinlich näher ran müssen dafür. Die Kommandore, werden sie fertig.
Oh, was ist da los? Krieg wieder die T3 mal hinschicken. Und schnell. Mit den Bombern. Attack ping issued. Gehen wir auch mit Abstand am meisten, logischerweise. Nice. Ein fieser Angriff auf jeden Fall jetzt. Okay. Na, dann setzen wir doch mal ein bisschen nach vorne hier so. Alle halt gerade da dran, ne? Das ist halt, die brauchen halt ewig, deswegen haben wir so wenige halt nur in Produktion. Die leben aber dafür auch gefühlt für immer, ne? 6500 Leben. Mit dem Scaling von diesen 2.3 hätte der, keine Ahnung, wahrscheinlich schon 12.000 oder so eine Scheiße, also einfach viel zu viel. So, wir sind bald fertig damit, nice. Gut, wir bauen hier auf jeden Fall, ich glaube, zwei davon einfach, das reicht schon, um da reingucken zu dürfen. Dem Gegner. Könnten das hier nur zum... Was für eine Idee. Nur Tier 1, Tier 2 und Tier 3. Ja. Wenn er fertig ist. Dann machen wir ja nur Bomber daraus. Vielleicht noch so eine kleine Verteidigungsgruppe. Falls sie mal zurückfliegen müssten oder so. Ich mach nur Tier 1, Tier 2, Tier 3. Noch Missile Gunship. So ein Heavy Gunship nicht, die sind zu langsam. So ein Anti-Air Gunship kommt. Das ist die Anti-Air von denen, die Anti-Air Gunships. Das ist so ein Tier-1-Trupp, das gefällt mir. Er wird schon sehr zu schaffen haben, je mehr das werden. Also, das ist nicht angenehm auf jeden Fall. Könnt ihr jetzt schon sagen. Das ist auch der beste Use, finde ich, von diesen Bombern. Die kosten so viel, dauern so lange zu bauen und sterben natürlich trotzdem schnell genug, wenn da genug drauf feuert. Das heißt, wir könnten niemals da drüber fliegen, ohne dann das, also ohne dass wir die verlieren würden. Was aber immer geht, ist natürlich, dass... Da können die immer schießen, die werden niemals angeschossen. Selbst wenn da jetzt ein Trupp rübergeflogen kommt, dann müssen die erstmal gegen all das, was hier so lang schwirrt, kämpfen. Ist natürlich perfekt. Jetzt geben uns langsam die Bildkapazität aus, um unsere Masse zu verwenden. Wir haben auch 1300 Masse pro Sekunde. Ein bisschen dumm ist das schon. Halt es hier nicht, können wir mal. Können wir mal loslaufen. Sind jetzt eigentlich alle Radardinger auf Stufe 3 oder? Noch nicht. An enemy Y-Thota has been sighted. HQ out. Ein enemy Y-Thota. Sehr schön. Was ist mit dem denn? Nach Tier 1. Was ist da denn los?
Klar, das meine ich zum Beispiel. Trotzdem der T4, ne? Erstmal den Verräterkollegen hier ausschalten. Weil die werden zwischen dir sterben. Was sind diese Laufen gehen? Was sind das? Ah, der Ionensturm. Flieht, ihr Narren. So, wieder durchlaufen. Weil, nee. Schneller. Over ja. Wir ziehen mal alles rein. Einfach nur um zu gucken, wie nervig können wir damit sein jetzt schon. Auch wenn das jetzt mega ausgedünnt wird, aber das ist auch ganz okay.
damit wir viel Pressure hier machen. Vielleicht den sogar töten, wahrscheinlich schon.